Okay. Dann war es ja eine super Frage von mir. Die war richtig gut, ja. Gute Gesprächsthemen. Nee, ich habe auch so ab und zu bei euch ins Zoom reingeschaut und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe so 8. Klasse Sportumkleide Jungs von links! zugehört. England! Sturm! Harry Kane. Kane! Digga, ich zieh Benzema und Kane back to back! Die haben Ratings! Spanien! Wir Nee, machen aber noch mal ein nochmal Spiel. kurz zurück zum Ja? Thema. Ich find's gut, dass da solche Themen aufkommen, vor allem bei Max, der dann durchlöchert wird, aber jetzt mehr auf Brust als auf Arsch steht. Ja, Ja, Und auch irgendwie das Wahnsinn. Arsch noch lecken wird oder Ja, irgendwas. ich Ich verstehe versteh's es nicht. nicht. Also, jeden Stream fragt mich manchmal, ob ich irgendwelche Arschlöcher Vor allem ist es halt einfach, ist halt einfach Recycling, ne? Man weiß jetzt schon, nächstes Jahr, wenn das neue FIFA rauskommt und ihr wieder hier auf dem Discord chillen werdet, Ja. wird das genau Oder wieder dieselbe. fragen. Ja. Och Mann. Das ist auch so geil dann. Sorry, so, ich muss ich kurz rauslassen, weil ich die ganze Zeit halt zugehört. Ja, Du klar. weißt, wie auch dann gesagt wird, ja, deine Freundin, wir schätzen die alle sehr. Wir sagen jetzt einfach mal, so vor ihrer Zeit, rein hypothetisch. So dumm. Als ob man Ja. ausblenden könnte, dass man jetzt nicht mit dem Partner zusammen ist. Voll, da war ich irgendwie 19 oder 15 bis 19. Weißt Wow. du? Ja. Wer leckt denn mit 15 Arschloch? Digga. Was ist das schon? Ist es Montetrage gewesen? Ja. Wer ist auch sonst, Digga? Oh, der ist das wert. Ich spiele so gut eigentlich, aber ich krieg's vorne noch nicht hin. Ich weiß nicht wieso. Ja, das habe ich auch gemerkt. What? Wenn ich vorne meine Chance nutze, hätte ich in jeder Halbzeit drei Dinger geknallt. Google perfekt wieder das Thema. Es Junge, dreht sich im einer Kreis. Vorhin war es auch einer. witzig. Ich bin auf Ja. dem Dings und auf dem Discord. Ich entmute mich so. Ich höre mal kurz rein. Das erste, was ich höre, ist: Oh mein Gott, ich höre irgendwas von Monte mit Analverkehr. Dann mute ich mich wieder. 10 Minuten später, ich gehe rein. Es geht um Casino. Dann sage ich zum Chat, dann mute ich mich wieder. Dann sage ich zum Chat, das nächste Mal, wenn ich reingehe, geht es um Drogen. Ich gehe rein. Ja, ist ja auch schlimmer dann als Alkohol, Digga. Digga, ich hab mich. Es ist herrlich, wirklich. Oh, Man weiß einfach, was das kommt. ist wirklich. So schön. Aber ich meine, was soll man auch machen, ne? Wenn man Was hier hart. 12 Stunden am Tag Packs zählt. Ja, um Was Gottes heißt Willen, ist ja zwölf auch Stunden cool. am Tag, Digga? Untertreib doch nicht so Ja, maßlos. die erste Frage von indirekt von Monte kam auch eigentlich zu mir, ob ich mal irgendwas mal ein Spielzeug in den Arsch geschoben habe. Ja. Und Das das, ist geil. ich war nicht mal 30 Sekunden auf dem Discord drauf. Das erste Mal, als ich seine Schublade aufgemacht habe, habe ich immer drei Analplugs gesehen. Ja. Darfst du das Oh, ein öffentlich Draft-Hook. sagen? Sag dir doch selber, Digga. Okay. Mit einem läuft er auch immer rum so. Es kann auch sein, dass du ihn besuchst, dann ist er kurz Der auf der schiebt das Ding Boah. aber meinen und Arsch. hat das Ding halt auf der Stirn so kleben, ne? Also wenn er dieses Ding im Arsch hatte, dann wirklich Halleluja, Digga. Ich habe noch nie so ein Riesending gesehen. Wer sagt, was erzählst du hier, Digga? Sascha, bist du live? Bist du Dings in-game? Ja, ich bin in-game. Bist du live, Sascha? Ne, live bin ich nicht. Warum nicht? Ja, ich war die letzten paar Tage nicht live. Oh yeah. Wieso streamst du eigentlich kein FIFA? Wenn du Nee, jetzt sowieso Packs ziehst und zockst und machst und tust? Packs ziehen tue ich nicht. Ich hab halt. Ich find es irgendwie. Also, natürlich jeder so wie er mag, so. Ihr öffnet die on-stream. Ich Jetzt hab halt frontet mein ihr uns Team. wieder. Ich hab mein Team off-stream gemacht, weil ich es halt. Ich glaube, ich finde es halt voll langweilig. Weißt du, es ist eine Stunde da. Ziehst Packs. So, I don't know. Und deswegen habe ich jetzt Ist das Team geil. gemacht. Und Kommt eh wenn nichts halt bei dir, organisiert. nein. Wenn Creator Club, Creator Turnier halt kommt, dann habe ich ja halt schon ein Team und dann, weißt du, ist halt ein bisschen besserer Content für dich. Unterhaltsamer für mich. Ja. Ja, Alter, Digga, ich wenn ihr muss so Sascha einen mal Creator lauter Cup machen. wegficken, Sascha. Gruppenphase direkt gegen mir. Gegen mir. Ja, falsch gesagt. Von rechts! Ich lade dich ein, Sascha. Von rechts, jawohl, brauchst einen Blocker von links, aber der kommt dann von rechts bestimmt gut. Mal so 10 Gold abbitten. Jedro hat sie die dicken Packs von rechts. Muss ich echt noch schauen. Max, warum lachst du eigentlich? Sascha, du bist dieser ASAP, oder? Ja, ich bin ASAP. Aber warum finde ich dich jetzt hier nicht mehr? Ey, das gibt's nicht, Chat. Ich schwöre, Chat, aber ich spiele doch viel besser als jetzt die letzten, keine Ahnung was, Games. Seid mal bitte ehrlich, Mann. Unterstützt mich mal, Chat. Ich muss nur meinen Abschluss hinbekommen. Wollen wir gleich in den Online, Draft oder? reingehen? Weiß ich nicht, einen Schwenning.
Das sieht doch viel besser aus, oder nicht? Hast du schon Draft gemacht, Dascha? Ja. Und auf die Fresse bekommen, ne? Ich bin zweimal in die zweite Runde gekommen, hab übel aufs Maul bekommen und zweimal in der ersten Runde raus, also auch auf die Fresse bekommen, ja. Ich spiel nur Profis. Ja. Ich finde dich nicht, keine Ahnung. Ich hab dich eingeladen. Ich hab nichts bekommen. Warte, jetzt. wenn ihr so ein Spiel untereinander macht, ist so, jetzt chill doch. Okay. Jetzt alleine raus. Wenn ihr so ein Spiel untereinander macht, geht es so anderen Channel mäßig, dass halt niemand so weit voll labert oder ist euch egal. Oh, wie ihr wollt. Wir gehen mal an einen Channel. Ja, könnt auch an einen Channel gehen. Hat a house I want alone. Oh, mein Essen ist da. Was hast du jetzt? Spendi, darf ich dich Restream stellen, Spend? Den kannst du machen, klar. Spendi, hast du einen Chat? Ich hab eingenommen, ja. Ja, Leute, Kords essen. Bis gleich. Das ist ekelerregend, Digga. Wie er redet. Oh, ich hab verletzt. Oh, nee. Das ist so dumm, dass man das nicht machen kann. Ich muss kurz wieder raus. Ein Spieler verletzt ist. Das ist so dumm. Ehrlich dumm. Mixtape okay, heute Nacht? Was? Als ein Pascha ein Mixtape droppt. Einladung annehmen. Der macht Musik? Ne, du musst nur mal. Jetzt kannst du mal einladen. Hab ich. Geisteskrank, Digga. Dann bin ich richtig gespannt. Dann streamen wir wahrscheinlich bis in sein Mixtape rein. Was sind. Wie viele Songs sind ein Mixtape? 5, oder? 5 Songs? 4, 5? Das kommt drauf an. Jeder verschieden. Eigentlich ist ein Mixtape auf jeden Fall wenig. Nee, Mixtape ist anders. EP ist was Kleines. EP ist Ah, stimmt. Stimmt. Ja, stimmt. Nee, EP gibt's auch manche Leute, die haben da 6, 7 drin. Ja, aber das ist auch keine EP mehr. Album halt krass ist ja, ne? Wenn so. So schön 19 Songs, alle gehen schön 3,5 Minuten wie damals. Alter, überleg mal. Oder wie, was heißt wie damals? Vor 5 Jahren war das noch so eigentlich. So, wieder mal. Mittlerweile hast du 6 Songs in einem Album, eine Minute. Und davon 3 Minuten Beat. Moin, Sascha. Was geht? Was geht? Moin. Ich find's so krass, ne? Das Album juckt echt nicht mehr. Es sind nur noch die Singles, die halt irgendwie ballern müssen. Dann machst du irgendwie noch dazu noch 3-4 Songs halt, ne, die eh nicht jucken. Und dann ist das Album halt raus. Dann gehst du irgendwie auf Boxverkauf und dann, ja. Oh, Walkout? Ich hab Lenk. Italien, Digga. Mein Wen? Gott, ich zieh Danny, Digga. Bedorf, ABDP, Barella. Aber der hat ganz gute Stats. Wahnsinn, Chat, was hier passiert. Ey, Spendi, was du manchmal machst, ist, da könnt ihr auch gerne auch sagen, wie ihr das macht. Du wählst manchmal, obwohl du allein spielst, doch mit einer grünen Pfeil einen anderen Spieler an. Ja. Dass du so einen weißen Punkt drüber hat, meinst du? Ja. So als ob du zwei Spieler steuerst. Weiß, was du meinst. Dann musst du den einen steuern, dann kannst du flanken und so. Das ist richtig schwitzer Scheiße. Das ist wirklich schwitzer Scheiße. Ja, genau. So, guck mal, du bist Fühlt sich gar nicht mit. Das ist wichtig. Ja. Du drückst L3, R3, dann kommst du in den Modus. Bro, einfach die zwei Sticks reindrücken. Mach. Und jetzt wähl mit dem rechten Stick dein Spiel aus, den du steuern willst. Guck mal, und jetzt kannst du den steuern. Und jetzt passen. Das ist ja so wirklich G30-0 Weekend League Scheiße, ne? Ja, echt so eigentlich. Ja, aber lass mal da einen guten Spieler kommen, der das abdeckt. Das ist halt scheiße, weil wenn ich dann deinen Spieler angreife, der gerade den Ball hat, verlierst du ihn instant. Ist Trimax offline gegangen oder? Nein, der ist gerade. Nur essen, ja. Aber ist er aus dem Squad-Stream rausgegangen? Weiß ich nicht, eigentlich nicht. Nee. Wieso? Ach, NR, okay. Er restreamt, okay, ja. Ich war gerade leicht verwehrt. Ey, ich muss meine Chancen machen, Chat, aber ich krieg's nicht hin, ich bin zu dumm. Ja, schießen soll krass sein, ne? Also irgendwie ist auch gut, aber ich komm nicht zum Schuss, weil ich immer noch mal einmal rüberlege, wieder rüberlege. Yo, Spenny, wolltest du einen Power-Schuss machen? Hä? Das macht keinen Sinn. Also das Spiel hat so viele Fehler noch, was mit Fouls und so angeht. Wird nicht mal gefault und es gibt einfach sinnlos Freistoß. Sag ich nur mal so nebenbei, Chat. Ja, ich wollte mal Powerstadt mal von da hinten mal probieren. Digga, Spanien, ich kann dieses. Ich kann sie sehen, Mann. Wie oft ich schon Piqué gezogen habe. Ist so krass, wie oft man so dieselben 84er, 85er zieht. Aber man zieht nie dieselben 80er, wie zum Beispiel Renato Sanchez. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich schwör's dir.
als ob das Spiel weiß, dass alle 82 oder so, alle Karten, die halt unter 84 sind, die halt geisteskrank sind, dass die viel Wert haben. Du ziehst sie nicht, die sind gefühlt nicht da. Ist auch so. Ich habe noch nie in der Meditau gezogen. Ja, es wird ja auch nach Münzenwahrscheinlichkeit gerechnet, wahrscheinlich. Ja, na, muss ja auch. Weil sonst. Boah. Das ist respektlos. Ah, schade. Na gut, sehr gut. So. Mann, ich. Ach, also, ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit EA investiert in eine künstliche Intelligenz und wie viel Zeit wirklich in Gameplay, ne? Also. Ich rufe einfach bei irgendeinem Slot-Hersteller an, fragen, wie die den Link läuft, so machen sie ihre Packs. Merkur. Ja. Merkur. Einfach Merkur-System. Okay, letztes Pack. Ey, Mann. Ja, wenigstens in Form, aber Müll. Ja, ja, ja. Spielerpack. Oh. Gute Flanke, Bruder. Gute Flanke, Sascha. Ey, dass ich hier kein Tor mache. Aber ich kann jetzt schon sagen, du spielst hier besser als in den anderen FIFA-Teilen. Der schießt aus 30 Metern einfach drauf und das ist ein Tor. Ich verstehe dieses Game nicht mehr. Irgendwie ist jeder besser geworden, aber das ist halt nur also Anfangsphase, ne? Monte hätte ich auch nicht gedacht, dass er so gut ist. Medi, weiß man, der ist scheiße so, aber. Ich freue mich so sehr auf Max seine ersten Spiele. Ich verstehe dieses Game nicht. Ach. DJ Khaled. Was macht ein Kanté? Der Kanté muss verkauft werden, ehrlich. Oh mein Gott. Aber. Chat, ich kann den jetzt nicht spielen, weil er MS ist, ne? Der hat seine richtige Position nicht. Das heißt, ich muss ja Haaland nehmen. Oder nicht? Ich könnte ihn jetzt nur für die Bank holen. Das macht gar keinen Sinn. Und wer wäre da auch? Was der gerade für eine Scheiße gemacht hat. Ja, ich hätte ihn nochmal lupfen sollen. Van Dijk. Van Dijk, ich muss Van Dijk kaufen. Ist so krass. Ja, ich muss den, ich brauch den, ich brauch ihn. Eben seine Präsenz ist halt schon heftig, ne? Wenn du aber siehst, Körperbau und so. Van Dijk ist der beste Innenverteidiger. Aber klar. Ich kann den, glaube ich, nicht einbauen bei mir. Ja. Wer war das? Vinicius kann er schießen. Ich kann gar nichts. Ja, du bist kein Vinicius-Fan, ne? Das Spiel ist spielst so du anstelle von Vinicius? Ich habe jetzt, ich hatte die ganze Zeit Coman auf dem Flügel. Mhm. Jetzt habe ich Rashford auf dem Flügel. Viel besser. Okay. Rashford ist abseits. Ey, ich habe Trimax seinen Chat offen. Wie viele von den Leuten. Ah, das war dumm. Wie viele Leute von Trimax im Chat haben selber ein Team bis jetzt? Mann. Spiel doch bitte direkt über außen. Was macht ihr? Hä? Hä? Man kriegt den Ball nicht weg, oder von ihm? Nee. Wer ist er? Seedorf, der ist ja überkrank. Ist drin. Oh mein Gott, Monty hält was? Ich. Reich, es geht. Ich. Okay, ja, es sind schon viele, aber. Aus Hybrid liegen, ist ja 7 gezogen. Guck, jeder zieht aus diesen Packs. Ja, guck. Jeder zieht. Siehst du, Alex, jetzt kannst du deinen Kollegen auch, jetzt kannst du auch kann sagen, dass du das gezogen hast. Ich zieh Scheiße und ein Mate von mir hat auch Scheiße gezogen. Ja, SPCs lohnt sich auf jeden Fall. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass die Packs untradable sind. Also, Mann, das ist also dieses Chemiesystem bei Draft, das ist richtig Schuss! Kacke. Das macht gar keinen Sinn. Boah, ja, zwischen die Beine, das habe ich auch noch nie erlebt, Digga. Weil ich finde, wenn man schon Spieler aufopfert, dann sollte man auch irgendwie, keine Ahnung. Was, Digga? So, na, Habt ihr Steak und Rüdiger in einem Pack da? Ey, guck mal, jeder zieht was Geiles. Bei was denn? Bei Hybrid liegen. Habe ich das gemacht, Chat? Abseits, ich weiß auf jeden Fall, dass ich aus all meinen SPCs Schwanz hab. Auch aus meinem. Ich habe einen Draft gewonnen, Digga, für nichts. Einfach für nichts. Müllpacks bekommen. So ein Witz. Ja. Dieses Jahr die müssten eigentlich machen, wenn man einen Draft gewinnt, dass man safe 15.000 bekommt. Also das, was es theoretisch kostet. Ja. Und dann, ja, der Rest. Und dann irgendwie, keine Ahnung, mindestens noch, weiß ich nicht, irgendwas Gutes. Gerade für RTGler wäre das wichtig. Ja, ja. Ja, wer macht denn der RTG überhaupt von den Mickey. Chef Strobel auch, oder? Ja, Chef Strobel auch. Okay. GG. Dass Chef Strobel reingelackt hat und schon Ousmane Dembélé und sowas hat. Okay, das ist wichtig. Und Jota. Ja, für RTG ist es halt wirklich gut. Ja, ich muss total wichtig. Jetzt. Aber das ist das Problem. Dieses Jahr, wenn ich ganz ruhig spiele und nicht so viel ausrasse, kann ich die Tore machen. Aber
wenn ich nicht zu den Toren komme und dann merke, jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit, du kannst nicht so zack, 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 zack und schnell Tore machen. Ich krieg das nicht hin. Ronaldo ist schneller. Also es gibt dieses Jahr zwei Karten mit Fake-Stats, meiner Meinung nach. Das ist einmal Ronaldo, der ist viel besser als die Karte, und Vinicius Junior, der ist 10-mal schlechter als seine Karte. Der ist überhaupt nicht schnell, der ist überhaupt nicht spritzig, der ist richtige Oma. Chat, mit wem habe ich Fullcam von den Torhütern? Eigentlich mit, Alisson, oder? Mit Alisson mache ich auch Dings. Alisson, oder? Wichtig. Das Problem ist halt, dass ich zu schlecht bin, dass, sodass ich die Karte wirklich testen kann im Sturm. Klassiker, man kennt ihn. Aber die Gegner, die den hatten, das, ja, die waren Gänsehaut. Einfach ist halt nur noch gepaced, ne? Also du musst nur noch durchrennen mit dem Jungen. Ja, ich hab mega... Ey, warum hat das jemand von euch auch? Ich hab so eine Sekunde Lags, einfach ein Freeze. Und dann wird das ganze Spiel quasi wie nachgeholt. Ja, das sind so Speed-Lags. Da hast ja, du jetzt hingeguckt und dann einfach mal Internet. Dann ist es auch schnell. Ja, ja, okay. Das liegt dann an deinen Leitungen. Hast du WLAN oder mit LAN-Kabel? Ja, WLAN. Boah, ja, mach LAN, dann hast du es nicht so oft. Ich hatte damals auch WLAN. Das ist schon ein bisschen Krise bei Plazy. Ah ja, zu überhastet, Chat. Ich weiß, ich weiß. Wir haben jetzt 2 Millionen. Was machen wir jetzt? Ach, schade, ich kann nicht. Chat wettet. Ich mache keine Einstellung, ich habe eine Idee. Ich werde Haaland rechts und links Richarlison machen. Aber eigentlich muss Haaland in Sturm, oder Chat? Haaland muss eigentlich in Sturm, aber Kane ist zu gut für Sturm. Ich weiß nicht, soll ich Haaland oder Dings in Sturm spielen? Ja, Haaland muss Mitte. Dann spiele ich was. Warte. Okay, er ist Rechtsfuß. Ist auch Rechtsfuß, dann ist egal, wenn ich den spiele. Aber. Ja, man muss die Dinger halt gut lenken können, ne? Ja, ja. Uff. Und da ist nämlich das größte Problem. Ja. Boah, der Pass war brutal! Kann Mbappé safe left wing, weil das wäre perfekt. Danke, danke, Bro. Sind wir dein Team? Okay. Nee, nee, das mach ich jetzt nicht. Boah. Das ist ja perfekt, Shadow, weil wenn du das wirklich kann, dann holen wir uns, dann mache ich den. Dann mache ich Rashford und Poitou am safe. Danke für den Prime. Kuss, Kuss und Liebe geht raus. Schöne Sache dann mein Prime. Richtig und richtig. Okay, der... Warte mal. Ich mach so. Der kann raus. Haaland Dings. Ich glaube, ich spiele kurz ZOM, weil der hat bessere Passwerte und so. Oder was sagt ihr Kane zu dem? Und rechts mache ich dann Richarlison. Ich spiele so. Du, danke dir für dein Prime. Ich warte noch drauf, dass jemand am LV-Punkt steht, Powershot macht und es gibt einfach einen Einwurf danach. Bro, ich kann das ja noch gar nicht, die Dinger lenken, ne? Das ist ja respektlos. Du musst einfach nur draufbleiben. Guck. Du musst die Richtung einfach, du musst gar nicht wirklich rumlenken, einfach den Stick in Richtung Tor halten, bis der Schuss kommt. Aha. Okay, das ist respektlos. Muss ich viel früher schießen? Boah. Ja, die Alerts sind echt ein bisschen way to think. Oh mein Gott! Oh, was? Was ist hier los? Das ist ein R1-Pass. Linker Flügel, das ist ein Feld. Aber es ging Richtung Turn und war ein bisschen zu stark. Okay. Alles klar. Das Gute ist schon. Also viele haben. Also. Man merkt halt, glaube ich, dass wir beide ein gutes Team haben. Ich glaube, wenn du halt wirklich nicht investiert hast, ist es nicht möglich. Nee. Und das ist das Passspiel und der ruhige Aufbau von dem Spiel. Ich finde es wirklich schön. Also man kann hier sich wirklich zeigen. Ich bin wirklich nicht gut in FIFA. Aber. Jetzt. Man kann hier auf jeden Fall langsamer spielen als in den anderen Games. Naja, aber es werden die wahrscheinlich noch patchen. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie die Pässe noch patchen werden. Aber ich glaube, es war dann ihr Ziel, Hauptziel sogar, dieses kaum Passhilfe mehr haben. Oh mein Gott. Okay, Vinny ist durch. Oh. Ich habe gedacht, ich mache irgendwie so ein, vielleicht auf gut Glück, weißt du mal, rechtes Stick bewegen und ich mache einen JJ. Oh, Kotscher. So diesen Trick, ne? Auf Tekken angelehnt, einfach alles drücken. Ich will den neuen. Ich habe letztens habe ich den neuen Skill gemacht. Der war so geil. Warte mal, wie geht denn der? Nee. Oh. Und wenn du den jetzt gemacht hättest,
Du hättest meinen Keeper heimschicken können. Ey, warte, wie geht der Mann? Das ist doch dieser einfache sogar. Mal kurz gucken, wie er geht. Schaust du jetzt YouTube-Video nebenbei, während wir spielen, oder guckst du, also wie machst du? Nein, ich guck nach dem Spiel. Ich guck einfach Tutorial, Digga. Bro, ich mitten im Game, Digga, stell dir mal vor. Weißt du, Disrespect, keine Ahnung, ich dachte so, okay. Ja, chill. YouTube-Video ein. L1, Hacke zu Hacke, genau, ja stimmt, das war das. Das ist krass, das ist richtig krass. Ja, das ist der neue. Das ist der, wenn du den 1 gegen 1 gegen Keeper machst, nee, nicht der hier. Auch Übersteiger ist krass. Guck, hast du gesehen? Der ist heftig aus, ja. Wenn du den machst, dann gehst du an den Keeper vorbei. Wie viele Sterne braucht er dafür? 5. Chat, ich wollte gar nicht denken, ich wollte eigentlich schießen, ich habe aus den 3 gedrückt. Aber Übersteiger ist krass, auch im 16er. Vorne nach hinten. L1 vorne nach hinten. Rechtes Stick nach vorne nach hinten. Boah. Hey, ich mach doch! Er macht unzählige. 5 Sterne Skill. Hab ich einen 5 Sterne Skill Chat im Team? Boah, ist der Move gottlos. Oh Mann. Max ist zurück vom Essen. Full Mute Packs. Es ist einfach. Ist er zurück? Ja. Ja, nice. Marcel, wie gefällt dir? Mann, er holt seinen Torwart mal raus, Spiel? Muss ich mir merken. Ich werde jetzt nur noch lupfen. Ja, okay, so also. Kann ich auch verstehen. Ronaldo! Bing Bong! Hattrick in der 30. Wichtig! Jetzt Bing haben wir langsam in den Dreh raus. Wir üben. Ey, Sascha, ich seh uns auch im Korb mal. Das macht keinen Sinn, Digga. Einmal ist da vorne. Aber Draft Korb oder Rivals? Draft kann man, glaub ich, gar nicht Korb zocken, ne? Das ging letztes Jahr aber, oder? Doch, letztes Jahr ging's. Ich hab ja immer gegen 2 Leute in Draft gefühlt gespielt und da hab ich mich aufgeregt. Aber ich glaube, du musst neben ihn sein. Also, was ich auf jeden Fall auf diesem Discord hier sehe, ist ein Pro-Club. Ich wäre schon längst in den Pro-Club mal rein. Nee, Digga, nicht bei Ulti. Wenn Ultimate Team gerade draußen ist, was für Pro-Club? Ja, ja. Waren die ja immer später. Achso. Ja, okay, so. Ich wusste nicht, dass Ultimate Team jetzt halt todekrank ist, ne? Also. Wollte jetzt auch nicht direkt auf Mutter gehen und so. Wer geht auf Mutter von euch? Ich nicht. Ja, Pro Club wäre übel witzig. Das Ding ist halt einfach nur bei Pro Club der Klassiker. Jeder will vorne spielen, aber niemand spielt hinten. Ne? Also wenn du so im Pro Club die Position. Ich habe vorhin letztes Mal hinten gespielt in Verteidigung. Ich würde auch hinten spielen. Okay. Mir ist egal. Aber ich kann verteidigen auf jeden Fall. Aber Angriff bin ich kacke. Vorgehen. Tor bei Pro Clubs weiß ich nicht. Nee, oder? Das wird auf CPU machen. Tor ist komplett scheiße und du musst übertrieben drauf fahren mit Torwart bewegen. Sonst wirst du nur noch geflamed von deinen Mates. Das ist ja auch mal ein geiles Solo-Projekt. Komplett falsche Torwart hinstellen. Voll in der Nacht, ey. Einfach ich in Real Life. So, Jungs, bin wieder da. Moin. Bei mir wird auch nochmal fett abgefratzt. Was ist so? Ey, ich zieh zum ersten Mal eine Hero-Karte. Agatha holt immer nachmittags bei Metzger Lesser immer für 2-3 Mahlzeiten. Ich das jetzt Brokkoli, Karotten, Kartoffelgratin, Rühr. Ey, geh denn mal raus. Und eine mexikanische Cola, eine eiskalte. Wo hast du die her? Mein Ansprechpartner von der Sugar Gang hat welche organisiert bekommen. Und Hamudi, vielleicht kennst du ihn noch aus dem Space. Hamudi hat auch welche bestellt und diese kommen in 3-4 Wochen an auch. Also. Wie lange dauert das, bis die ankommen eigentlich? Bruder, also mexikanische Cola zu ordern, beziehungsweise zu bekommen, ist extrem schwer. Ja, als ich in Amerika war, die haben einfach in Miami nur mexikanische Cola gehabt geführt. Es ist auch die beste, weil Rohrzucker da drin ist. Und ich sag dir wirklich so, wie es ist, du schmeckst den Unterschied zwischen diesem künstlichen und dem Original. Ich finde, man schmeckt, also so normal schmeckt das nicht, aber im Nachgeschmack schmeckt ich das übertrieben. Genau, ja, auf jeden Fall. Es schmeckt irgendwie, es schmeckt süßer, aber nicht schlecht süßer, sondern halt real süßer. Ja, ich wundere mich. Der Beste. Danke, Sascha. Ja, ich bin so dumm, ich war in L.A. ja letzten Monat
Und da war auch in so einer Shisha-Bar mexikanische Cola angeboten. Ich habe halt ein Wasser genommen, aber ich habe noch nie probiert, was ich jetzt machen soll. Ja. Das wäre cool gewesen, auf jeden Fall, ja. Aber wenn du sagst, es ist extrem schwer, also wie machst du das dann? Hast du dann über Connections oder was? Ja, ja. Okay. Und ich wurde auch schon oft gescammt. Ich habe bei eBay 2-3 Mal gekauft, für ein paar hundert Euro nie angekommen. Ich bin auch nicht hinterher gegangen. Stell dir mal vor, du bist einfach mexikanisch Cola gescammt, Digga. Andere werden mit PlayStation 5 gescammt oder so, einfach mexikanische Cola. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ey, es ist eigentlich so dämlich, wenn ich euch das erzählt, die Leute werden mich hassen. Ich habe vor 4 Monaten ein Spiel ersteigert bei Heritage für über 20.000 Dollar. Ey. Das wurde vom Zoll abgefangen, wieder zurückgeschickt und habe mich nicht mehr drum gekümmert. Das Spiel liegt da jetzt die ganze Zeit. Also wieder in Amerika. Alter. Ey, das ist auch, Junge. Aber ich meine, da kannst du auch da liegen lassen als Investor und direkt wieder denen sagen, ja, verkauf es mal wieder in ein paar Jahren. Ja, ja. Also es ist ja nicht weg, aber. Ich lasse es so. Außen Augen, außen Sinn irgendwie so. Ja, das darfst du, aber ja, genau. Aber nachher nutzt die das aus oder so, weißt du? Nee, da vertrage ich die. Ja. So nämlich. Sascha, kannst du mich da einladen für Rivals? Mich vorne? Du irgendwie nicht. Ja, warte. Du? Wir spielen aber da mit meinem Team, ne? Der einlädt. Okay. Ja. Achso, Trimac, Glückwunsch zu Benzema habe ich gesehen. 91er, das schmeckt. Danke. Den hattest du auch noch nicht, ne? Ne, den hatte ich noch nicht. Was kostet der? 85. Hm. Ich habe gerade Luis Diaz gezogen. Echt, dieser Lobby drin. Irgend so ein Random. Er hat gute Stats halt, ne? Das stimmt. 84er Kolumbianer. Wirklich gut. Left Wing, Liverpool. Der ist was wert, 50k. Ne? Ja, ja. Unlogisch. Komisch, ne? Ja. Manchmal checkt man gar nichts im Spiel. Digga, auch vorhin als Chef Strobel untrade. Womit haben wir noch das Pack gegen Monte gewonnen? Jogo Jota oder so? Jogo Jota? Naja. Wieso geht der für 80 weg, Alter, hä? Achso, im Übrigen, aber ich sage euch so, wie es ist: Das beste Getränk, was ich jemals getrunken habe, und ich finde es nirgendwo, es ist überall ausverkauft, war Pepsi Blue. Was ist das? Kenn ich gar nicht. Bruder, die heißt einfach Pepsi Blue. Die ist so atemberaubend geil gewesen, Digga. Aber ich krieg sie nirgendwo. Aber nur in so einer komischen, in so einer komischen Tetrapack-mäßig, so, brauchst du aus der Dose. War das normale Pepsi, Cola oder so Pepsi mit einem Geschmack wie Blaubeere jetzt dumm gesagt, weil es ich glaube mit Blaubeeren-Geschmack so, Pepsi Blue halt, aber also die war wirklich von einem anderen Planeten, ja. Ich hab den abgestoßen, scheiße. Wen hast du abgestoßen? Diaz. Oh Mann. Webapp. Das ist zu einfach, Chat. Webapp, ehrlich Webapp, ja. Ja, mein Game hat sich aufgehangen, ich hab grad mal gestartet. Easy. Warte mal, ich gucke jetzt mal Bestenliste und zwar weltweit. Vereinswert Top 100. Oh mein Gott, da ist er. Max? Ja, ich sag es mir nicht, Diggi. 100 Millionen Rückstand, Alter. Ja. Wer ist Daniel aus Sanz, Alter? Hä? Die Botten im Rudel. Ein Ölscheich. Oh, das ist schon ziemlich peinlich, Max, deine Leistung. Das ist ein Ölscheich, der sogar noch jemanden eingestellt hat, der nur Packs zieht. 100%. Im Rudel, hört ihr nein, mich nicht? Nein, Max, du bist einfach dumm. Max, nein, du bist nicht mute, aber du bist jetzt alleine. Der Ölscheich hat einfach 3 Angestellte und schiebt einfach 3 8-Stunden-Schichten über den Tag, du Idiot. Du brauchst noch einen weiteren Chef Strobel. Okay. Ich brauche... Ja, okay. Du hast keine Mitarbeiter, Max. Ich brauche auch einen Rudel. Oh Gott, 100 Millionen, es ist vorbei. Das sind aber wahrscheinlich auch irgendwelche Profi-Trader. Richtiger Versager, der Max. Da kannst du nichts machen gegen die. Oh, doch mal, mehr ziehen. Das Problem ist, Max, bei dir ist, du musst ja klar werden, das weißt du ja auch. Der einzige Sinn hinter dem Stream, dass du zu viel Geld reinbuttest, ist, dass du am Ende sagen kannst, ich bin Platz 1, dass jeder sagt, ja, okay. Wenn du das nicht erreichst, bist du einfach der Idiot, der 20.000 Euro ausgegeben hat, der nicht 1 erreicht hat und der nicht mal spielen kann. Ja. Jetzt kannst du einladen, Sascha. Sascha tut nur mal Salz in die Wunde. Nein, aber er hat ja recht. Ja, ja. Dass du noch kein Eingestellten hast, ist wirklich... Dass das Ziel ist einfach verfehlt. Fickt euch alle. Ich biete mich an, Max. Pepsi Blue gibt's auf Amazon. Ferneinstellung. Nein, gibt es nicht, das ist Quatsch.
vor 3 Tagen geguckt, Digga. Und Digga, mein Torwart nicht hin? Ich bin seit 5 Tagen online und zieh nur Packs. Was labert ihr mich voll, Mann? Ja, aber du bist doch am Schlafen. Du verlierst Zeit, Max. Kannst einladen, Sascha. 100 Millionen, Digga. Der hat dich gefickt. Der hat dich komplett auseinandergenommen. Also Leute, folgende Frage. Die Leute sagen ja, aber ich bin süchtig, aber das bin ich nicht, ne? Sascha, welche Frage habe ich in die Podcast-Gruppe gestellt? Oh mein Gott. Passt auf, es ist wie folgt. Wir nehmen einen Podcast auf und da Max einfach seinen Stream nicht unterbrechen möchte, hat er gesagt, yo, ich nehme den Podcast auf im Stream und mute mich einfach quasi. Das heißt, er wird, während wir labern, einfach Packs öffnen. Das ist das erste Mal, dass Offline und Ehrlich Überschneidung hat mit Chatgeflüster, da Marcel bestimmt auch schon zwischen dem einen oder anderen Gespräch den Automat gespielt hat. Und da wird jetzt Max einfach dem auch nachgehen. Richtig. Ich spiele keinen Automat, Sascha, weiß nicht, was du meinst. Okay, Entschuldigung. Ich meine, der andere Marcel, Bruder, nicht dich. Naja, so viele Marcells von Chatgeflüster gibt's nicht. Ich muss dich erstmal als Freund hinzufügen, Sascha. Bei dem Account. Dass es funktioniert, haben wir mit dem. Digga, Spetti spielt irgendwie FIFA wie so ein richtiger Boomer, das liebe ich. Jetzt Mannheim-Wappen, ey, ich kann das nicht. Wieso wie ein richtiger kurz. Boomer? Ganz kurz, Marcel, du bist einfach über 30. Oh, sorry, Marcel, du brauchst keine Elfa mehr, aber wenn du das rauchst, deine ganze Cam ist weiß. Das ist eine gute Erkenntnis, das ist mir noch nie aufgefallen. Danke dir dafür, Sascha, Digga. Ich sehe es zum ersten Mal, das ist ja geisteskrank. Was macht die Cam kaputt? Die Freundschaftsanfrage an. Hier, guck mal hier, Sascha, ich mal extra für dich, warte. Keine Bock. Hier, die Kamera. Oh! Warte, ich guck. Kleiner Special Effekt. Junge, hä? Max macht Boomer-Jokes. Nice, Alter. Was kostet die Nebelmaschine zum Rauchen? Das weiß ich nicht, die haben mir meinen Geschäftspartner mitgebracht. Mann! Nice. Vom Chatgeflüster gestoppt hat, hat nicht mehr gepasst. Nach 40 Folgen hier, was soll ich da noch sabbeln, Alter? Achso, gibt's das nicht mehr? Nee. Gibt's nicht mehr. Hoffentlich klappt's jetzt. Es ist ein 1-1, ich kann das mal gewinnen. Der Gegner ist nicht gut. Mann, Alter, hier kommt in den Pergarinos ja nichts. Oh mein Gott, war das schön. Oh. Oh mein Gott, was? Ey, Wahnsinn. So respektlos. Ich habe aber noch einen höheren Verein, meine Transferliste zählt nicht mit. Ich habe noch 23 Van Dijks, 10 Sons, 3 Vinicius, ein bisschen Neymars, Baby-Ikone Maldini und noch so Stuff halt, ne? Dann liegt ja noch 80 Millionen hinten. Ich wollte es gerade sagen, ja. Und die haben wahrscheinlich noch Sachen auf der Transferliste für nochmal 100 Millionen mehr. Du hast einen Scheiß auf der Transferliste, weil du dich ziehst. Ich ja, spiel das Game, Max. Aber Max, der weiß nicht so. Hör doch einfach nicht hin und schreit so, gleich wieder von links. So richtig fett noch. Wow, Max ist so respektlos geworden. Ich habe so irgendeinen Joke gehört, dass Chef Strobel und Willi was gemeinsam haben, dass bei beide gebancht worden sind. Ey, da war auch kurz Stille bei mir im Auto. Mann. Was bedeutet gebancht? Dass die, ja, auf der Bank, ja. Achso. Das war das Respektloseste, was ich seit langem gehört habe. Es war halt einfach. Oh, hier, Koulibaly nochmal, 87er. Von links. Von links. Oh, der ist stark. Was kostet der? Ja, der wert sein Huni vielleicht auf Kramfarino. Also gestern war ja er bei ein paar 90.000. 100, ja, 100.000. Den habe ich aber auch schon. Koulibaly, guter Mann. Oder habe ich den verkauft? Ah, ja, ich verkauft. Aber ich verkaufe ihn auch nochmal. So, jalla. Das war das Gesicht. Ey, der hat den Trick übel langsam gemacht. Im letzten Backchat. Mehr wert als Benzema, ja. Lennart, danke dir für deine 1000 Bits Podcast von Böhmen. Als der von Trimax. Machen die einen Podcast zusammen, Paluten und GLP? Ich glaube ja.
Weil früher war es ja immer, man hat ja auch mal gegen zwei gespielt im letzten Teil. Das ist ja kurz gegen zwei. Ja, ich kann nicht drehen und dieses Spiel spielen. Ich muss mich so krass konzentrieren. Das ist so scheiße. Die haben einfach, seitdem das Spiel offiziell raus, oder die Vorbestellerversion rausging, die Informkarten wahrscheinlich einfach verzehnfacht. Also wirklich. Ich habe die ersten 48 Stunden vielleicht 6 Informs gezogen. Und jetzt ziehe ich am Tag 50, 60, 70 Stück. Glaubt ihr, die schrauben da ein bisschen rum, Alter? Ja, die schrauben. Ich muss dir aber ehrlich sagen, Max, du hast da einen Weltrekord aufgestellt, dass du so wenig Informs gezogen hast. Ehrlich, bei dem... Echt? Das ist wirklich sehr selten. Ich hatte bei 8.000 Euro kein Immobile, kein Valverde, kein De Bruyne. Ja, die ziehst du sowieso selten, aber mal so einfach in Inform, weißt du? Immer wieder 10k bringen. Immer wieder 10k, 10k, 10k. Das ist Mondi, ne? Der kann nicht schießen. Muss. Ist hier irgendjemand im Chat, der wirklich Bescheid weiß, wie sehr ich meinen Vereinswert mit Silberpacks boosten kann? Weil das zieht ultra nach oben. Echt? Ja, ganz, ganz doll, ganz doll. Warum? Ist so, weil Spieler zählen. Dein kompletter Vereinswert irgendwie hoch 3 durch 2 ist dann die Million, die da rumkommen. Ich habe ja noch keine, was steht da, 300 Millionen Coins? Ich habe ja noch keine 300 Millionen Coins. Das ist wäre, wenn 5 Millionen kostet, weißt du? Glaubst du, der macht die einfach die ganze Zeit Silberpacks auf? Das kann auch sein. Der hat einfach Silber und Bronze boostet extrem. Ich glaube, wenn ich eine Stunde lang Silberpacks aufmache, könnte ich an ihn rankommen. Aber Digga, was soll ich scheiß Silberpacks aufmachen? Ja. Das ist vom Feeling auch gar nicht geil, weißt du? Also. Da kann doch nicht mal was kommen. Boah. Wow. Das ist Zeitverschwendung, ja. Oh, bitte, bitte. Den Held ist so ein Witz. Das ist perfekt gespielt. Wenn nichts. Spendi, ich frag nicht. Ich kann nicht wechseln. Auch mal runtergehen hier. Warst du letztes Jahr Platz 1, Max? Ja, die ganze Zeit. Aber nicht nur, ich glaube, bei Vereinswert, aber auch bei der Mannschaft. Da habe ich um mein Leben geschwitzt. Am Ende war irgendwie der 9 linker Flügel und Lothar Matthäus oder so ZM. Ich habe da ganz komische Sachen umgestellt. Rullet müsste Innenverteidiger sein und sowas. um 96er Rating als Erster auf der ganzen Welt zu erreichen. Das habe ich noch nie gesehen, Chat. Die letzte eine Minute, was hier mit der Ecke abging, habe ich noch nie sowas in FIFA gesehen. Yes. Leben. Wichtig. Spiele passt. Wer spielt hier gegeneinander? Darf ich irgendwo schauen zu? Ich spiele zusammen. Darf ich irgendwo schauen zu? Ja. Und seitdem er mich korrigiert hat, hat er die ganze Zeit noch reingeschossen. Ja, Meister Yoda, kommen Sie. Je mehr Packs ich ziehe, desto mehr Probleme habe ich bei der Satzstellung irgendwie. Was du bist einfach schlimmer dadurch. Ja, wie sollst du? Ich glaube, vom Packs hier wird man intelligent. Das ist man natürlich verblödet, Mann. Du siehst die ganze Zeit eine Animation. Digga, ich kann nicht mehr reden. Glaubst du, Marcel hat sein Buch geschrieben, als er irgendwo in Schönefeld im Casino an der Slotmaschine saß, Alter? Scheiße, Alter. Ich hatte ja auch gestern mit dem Kamerateam getroffen für den Pizza-Auslieferungs-Stream. Ja. Ich war draußen an der frischen Luft, hab mit denen geredet und so in der Gruppe, ich kam gar nicht klar. Also ich war ganz komisch irgendwie, ganz komisch. Jetzt musst du dir denken, wie ich mich nach meinem Submarathon geführt hab. Jetzt musst du überdenken, wie du dich nach deiner riesen Lunte fühlst. Ah nee, das ist anders. Also weiß ich aus Kollegenquellen. Oh. Ja. Yes! Gewonnen! Wichtig! Zweite Runde Draft gewonnen. Oh. Ah, Mann. Wir wechseln Sommer ein. Sommer kommt. Wie viel kostet Van Dijk gerade wieder? Sascha, soll ich dir was sagen, was dich glücklich macht? Ja. Du musst sagen, wie sehr dich das glücklich macht von 1 bis 10, okay? Okay. Also, es war ein richtig fettes
Länderspiel. Mhm. Ein richtig fettes Länderspiel. Ein wichtiges. Zwei Top-Mannschaften Europas gegeneinander. Van Dijk, der Verteidiger. Mhm. Eigentlich, wenn ein Verteidiger ein Tor schießt, ist er in Form. Van Dijk, Verteidiger, macht das einzige Tor in dem Spiel und seine Nationalmannschaft gewinnt dadurch 1-0. Es ist selten, dass eigentlich, wenn ein Verteidiger ein Tor schießt, kommt er in Form. Selten. Ich kaufe mir 25 Van Dijks für 4 Millionen, weil er in Form, weil er in Form kriegen muss. Wenn EA ihn nicht in Form gibt, ist lächerlich. Irgendeiner so. In meinem Chat meinte, dass der Dings hat, dass da geleakt wurde, dass er nicht kommt. Ja, ich weiß, er kommt nicht als Inform. Achso, das ist krass. Marquinhos kommt, nicht Van Dijk. Ey, Max hat gerade die ganze Story so schön aufgebaut. Ja, und dann kommt er und haut die ganze. Ja, ja. Ach du Scheiße, ich war ja komplett im falschen Moment. Ja, aber ja, also das ist es. Er ist schon gesunken wie Sau und ich verkaufe ihn jetzt trotzdem nicht, weil ich hoffe, dass er wieder steigt. Ich habe da gefühlt 1 Million Coins ins Land gesetzt. Oh mein Gott. Aber also Marquinhos, das ist so ab. Was bringt Marquinhos in Form? Bietet denn überhaupt jemand? Oba, ich brauche dich. Marquinhos? Oba, Weltmeister, ich brauche dich. Ne, es geht um Van Dijk. Ja, genau, aber das Marquinhos kommt ja anstelle von Van Dijk. Achso. Ja. Let's go. Spielt man den? Er war letztes Jahr auch. Er war letztes Jahr Team of the Year, hat man Marquinhos gespielt. Ja, Team of the Year war es, ja. Mo? Zum Respekt aus. Können wir ein Spiel machen? Nee. Och, Mann. Nee, sag nee. Ich brauche Tipps. Mhm. Mann, oh, Woche. Ey Leute, ich brauche euch jetzt einmal ganz kurz als Beratung. Soll ich jetzt langsam mal ein Spiel machen? Oder soll ich eiskalt durchziehen, dass ich die ersten 10 Tage nur Packs ziehe? Ja, wäre auch cool fürs Meme, aber ein Spielchen jetzt mal von dir würde ich schon fühlen. Ehrlich. Ja, aber ein Spielchen und der ganze Pack-Marathon ist vorbei. Nein, du machst gleich ein Spiel gegen Marcel. Einfach ein Spiel, einfach mal so kurz Luft zu fassen, ne? Luft zu schnappen. Mono Entscheidung ist hier. Ja. Gibt mehr Klicks, klar, gibt mehr Klicks. Aber einfach aus Prinzip will ich hier immer noch, will ich irgendwie mein erstes Spiel erst am 6. Oktober machen und vorher ziehe ich nur Packs. Ja, aber du musst du verstehst auch, den Punkt, ne? Ich verstehe den Punkt. Aber ich sehe halt auch das YouTube-Intro schon vor mir, dass du, schöne Grätsche, Spenny, dass du einfach mal ein kleines Zwischenspiel machst, um zu gucken überhaupt, so wie alles läuft. Gegen Marcel. Zu einfach. Wäre auch Big Content. Ist zu einfach. Der Upload ist zu einfach. Okay, dann lieber die Packs. Der Upload ist zu einfach. Max, was höre ich hier? Also was richtig in mein Päckchen kommt nicht, Digga. Ey, ich bin nicht wie so scheiße, Mann. Gibt es hier irgendwelche Aufgaben, die man machen kann für dicke Packs? Es gibt doch so 100k-Pack, was jeder hatte, aber wie macht man das? Lass das mal machen, du, gleich mal gesagt. Du musst, das ist so kompliziert. Ah, nein. Nice. Ist, glaube ich, gar nicht kompliziert. Du musst, ich glaube, 100 Tore schießen mit einem Bronze-Spieler. Bronze- oder Silbermannschaft. Echt ich jetzt? Dachte, nur, ich dachte, man braucht einen Sieg mit einem Bronze-Team. Das dauert eine Ewigkeit, 100 Tore. Ich glaube, 50 oder 100 Tore, irgendwie sowas musst du machen. Oh, Lukaku. Kriegst du 100k-Pack. Schafft man das in einem Game? Nee. Digga, du schaffst es, aber das ist ja ein Squad Battle, oder? Das geht ja. Du kannst damit gegen Kollegen machen auf jeden Fall. Das ja, mach einfach Squad Battle auf Amateur, da machst du 40, 50 Tore mit einem. 500 Tore und Vorlagen für 2 Packs. Für 200k Packs. 40, 50 Tore schaffst du Amateur auf Für normal. 200, 100k Pack oder 2 100k Pack? Zwei. Digga, was war da gerade los, Digga? Da ja, hat's komplett gekracht, Digga. Digga, der hat einfach das Gehirn rausgehauen. Das weiß ich auch nicht, Digga. Das hat gerade nicht so gepasst. Das, was ich im Kopf machen Kollegen wollte, Digga. Ach, schade. Also, ich man macht 200, man macht 200, man macht. Nee. Siehst du jetzt, ja? Ansteckungsgefahr? Ja. Also man macht 200 Tore mit einem Full-Bronze-Team gegen einen Kollegen. Das heißt, man macht so viele, wie es geht, quittet, also der Gegner quittet dann, oder der Kollege. Und dann, hat man 200k-Packs oder was. Ja, ja, und dann ziehst du einen 88er Toni Kroos. Untradable. Untradable. Ist es tradable? Untradable, das ist jetzt die Frage. Weiß ich nicht. Wenn es tradable ist, okay. Dann scheiß drauf, mit 200k-Packs ziehst du sowieso nichts. Warte, was muss ich machen, Medi?
Hey, wann haben wir eigentlich eine Rote kassiert? Ja? Gelb-Rot. Und dann kannst du gegen einen Kollegen zocken und musst, glaube ich, 200 Tore schießen. Und dann kriegst du 200 K-Packs. Weil du musst auch anscheinend 100 Vorlagen machen, aber wenn du Thomas machst, dann schmeißt du. Oh, was ist so Pässe? Also 100, also ja, okay. War das richtig, Chat? Oder kommt am Ende wieder irgendwas, wo ihr sagt, ja, du musst jetzt noch das und das machen? Ja, ja, dran kommt noch zu. Und Freitag kommt Rashford ab. Ich weiß es nicht. Chat, da muss ich gleich einen von euch adden, der mir das mit mir macht. Hä, hey, warum braucht Abidi Pili so lange, bis er losrennt? Guck mal, warum braucht er überhaupt da. Also dieser Abidi Pili ist gar nicht so krass irgendwie. Auch bei Danny ist der scheiß der oft rein. Aber ich muss generell sagen, dieses Jahr ist alles ein bisschen irgendwie langsamer, bis die mal den Move ausführen oder auch bis die passen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie eine schlechte Latenz, aber das ist einfach. Das dauert einfach. Ja, vor auch, ich habe einen Trick mit einem gemacht, der hat den in Slow Motion gemacht. Ja. Bisschen nervig. Ihr müsst halt auch darauf achten, dass die in FIFA 23 darauf geachtet haben, was der starke Fuß ist. Und wenn du den Skill mit dem falschen Fuß machst, dann braucht er ihn länger, ne? Dann macht er ihn schlechter. Ah, okay, krass. Darauf haben die jetzt auch geachtet. Genau Jahr. Wie bei mir. Wie bei deinen Hackentricks immer. Also, ganz ehrlich, wer kann einen Rabona oder einen Elastico mit einem schwachen Fuß? Sydney. Kannst du schon mit dem starken Fuß. Ja. Na, dennoch hat es gereicht für den Illegaler Cup. Richtig. Oh, super. Aber in Skill an so kleiner Skiller bist du schon, Max. Das musst du schon ehrlich sagen. Weißt du, danke. Ich habe ja schon gesagt, ich fand dich auch echt. Du warst einer von allen Streamer und YouTuber, die da waren. Warst du, finde ich, der spritzigste. Ja, habe ich auch zu Sascha gesagt. Der Junge ist hoch und runter gesprintet. Ja, der war so auch so. Der hat so einen Instant-Antritt irgendwie. Der muss gar nicht irgendwie schalten. Mann. Das zieht direkt los. Ja. Bronze-Team 15 Wins. Also kann ich 15 Bronze-Teams. Da. Ja. Ich brauche ein Bronze-Team. Abu und ich fand ich so spritzig. 15 Mark Wetten. Ich fand Abu jetzt. Abu hat gut gespielt, keine Frage. Geiles Tor. Ja. Körper gut eingesetzt. Sicker Typ, aber spritzig. Spritzig waren da wenige. Spritzig war Cubanito. Das ist spritzig. Oh mein Gott, Sascha! Aber sonst? Ja, natürlich. Und er macht ihn nicht. Er hält ihn. So, was haben wir jetzt hier als an Packs bekommen? 18 Stück. Mhm. Genau. Was war das jetzt für eine Flanke? War das mit R1 oder mit L1? L1 und 3. Mann, Dicker! Hier ist jetzt ein Krieg-Chat, das war so schön. Ein Untraded. Ja, wirklich. L1, 3 geht da wirklich. Hm. Nicht mal. Ja, das ist, als ob wir hier kein Tor schießen. Es kann aber echt sein, ne? Ja, tschüss, Bro. Ich habe auch schlechte Spiele. Weiser Lopez, danke für den Prime. Mit einem roten. Mhm. Hallo, wer ist da Neues dazugekommen? Hallo? Das war ich, glaube ich. Hallo. Das habe ich Medi, Fufi auflade. Ja, können wir gerne machen. Was? Haben wir uns denn FIFA? Ja. Okay. Guck sofort. Du musst mir unbedingt mal ein bisschen helfen, was ich da besser machen kann, wie ich wo was machen soll. Das ist echt aktuell, ich weiß nicht. Medi ist echt gebrochen, hol dir da mal raus. Medi hat aber Potenzial. Nee, nicht ganz gebrochen, aber es ist, ich weiß nicht, ich spiele die ganze Zeit voll gut, so, und dann auf einmal, ich krieg's vorne nicht hin, dann Konter wieder Tor oder ich weiß nicht. 5 Chancen, ich weiß nie, wann ich schießen soll. Komisch. Kannst du irgendwie Time Finish das schon mal probiert? Time Finish an sich kann ich, aber ich jetzt hier noch nicht probiert, ne? Wartet mal, wenn ich jetzt eine rote Karte habe, muss ich den Spieler ja wirklich aussetzen lassen, ne? Ja, du musst ihn aussetzen lassen, aber es gibt einen Trick. Du gehst jetzt zum Squad Battle gegen PC halt, ne? Normal NPC halt. und dann wechselst du ihn aus, quittest direkt nach Anspiel und dann kannst du ihn wieder einwechseln. Na, okay. Ja, okay. Ist ja auch so ein Taktik, aber ein 85er. Also in normalen Picks sehe ich gar nichts. Kannst ihn aber auch abstoßen, neu kaufen. Geht das? Seltene Spieler 200 ja. Ja, natürlich, es gibt auf dem Transfermarkt Spieler mit rote Karte. Dann weißt du ganz genau, dass der Spieler mad war nach dem Game. Oh scheiße, R9 hat rot, ja gut, ja, Abschluss, neu, komm, 9. Digga, bei mir kracht so heftig. Hey Leute,
Ich lade immer die TikToks hoch, wenn ich eine Ikone ziehe und sage dann aber, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Jeder TikTok von mir wird deswegen gesperrt und dann kommen irgendwelche Kids und laden die TikToks hoch, wo man nicht sieht, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Und die werden nicht gesperrt und gehen mega viral. Classic. Was sagt ihr dazu? Also mal wirklich, was sagt ihr dazu? Nee. Krass, oder? Geil. Mal schauen, Matthias. So, muss ich erlangen. Auf Platz 1 langsam, ne? 8K-Dings fehlen dir noch. Wofür? Also ich sag, du bist auf Platz 1 der meisten Coins der Welt. Oh mein Gott, das ist ja noch besser als bester Verein der Welt. Meiste Coins der Welt? Mhm. Transferprofit halt. Verkauft. Spiele. Danke für den Folgentitel. Oh. Mo, wie heißt denn du auf Dings? Naladinho? Naladinho ist Fabian. Willst du gegen die spielen? Achso, nee. Ich bin Emo. Ach hier, Emo Ober. Ich hab dich ja. Pass mit. So, hatte ich eingeladen. Wollen wir mal in den Raum runtergehen? Ja, das kann nicht sein. FIFA spielen mit Rohat, Sascha und Spendi. Wilde Kombo. Ja. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass ich kein Walkout bekomme. Walkout? Oder habe ich Walkout gesagt? Walkup. Walkup like this. Digga, ist das. Wir werden beim Sex. Beim Packs ziehen alle durch. Also, was gibt's doch jetzt nicht, Digga? Was ist das denn? Jetzt geht's los! Jetzt ist komplett los! Oh mein Gott. Jetzt ist komplett los! Jetzt ist komplett los! Digga, wir müssen die Sex pien. Also, wow. Sex. Ich hab mich auch aber gerade verschluckt, aber so komisch aufgestoßen. Ich würde es geil finden, wenn ich mal wieder einen geilen Spieler mal ziehen würde, aber. Ich würde sagen, nee, Digi. Digga, man geht echt kaputt. Aber ich glaube, man geht bei allen Sachen kaputt, wenn du 100 Stunden das gleiche machst. Nee. Egal was. Moin, moin. Oh, wer ist neu dazugekommen? Einmal vorstellen. Hallo, Abu. Hallo. Abu, super. Alles klar? Ja, richtig gut, Abu. Alles gut bei euch? Endlich bist du mal da. Du warst. Eure Wachsein-Challenge hat irgendwie euch 3 Tage gekickt, irgendwie, weißt du? 4 Tage hat sie uns gekickt. Und dann erst 2 Tage Erholung gefühlt. Ja, ich war noch nie, also seitdem ich streame, 4 Tage hintereinander nicht live. Ja, guck. Das war ganz anders. Ich bin auch aus einem bestimmten Grund hier, und zwar Sascha versuche ich seit Tagen zu erreichen, aber leider geht er nicht ans Telefon. Damn. Ach du, ey. Ja, richtig. Hast du vor 11 Minuten angerufen? Und nochmal vor 2 Stunden, genau. Und gestern auch nochmal. Hast du mich auch angerufen? Nee, deine Nummer wollte ich auch gar nicht. Oh, das ist meine Nummer, wie sie liegt. Nee, das Ding ist immer, ich hatte deine Nummer nicht eingespeichert, weil wir die, glaube ich, nicht ausgetauscht hatten. Ja, das stimmt, richtig. Und, ich habe halt immer das Gefühl, dass wenn die Nummer dann anruft, dass ich rangehe und jemand sagt, dass ich ein Hurensohn bin. Oder das Finanzamt, okay. Ja gut, fühle ich, würde ich dann auch nicht rangehen. Also, das Finanzamt anruft, Alter. Die kommen direkt mit dem Vorschlag, aber durch die Haustür durch. Ich hatte eigentlich eine Frage an dich. Und zwar, die im Hintergrund, wo du deine Kleidung aufhängst. Ja. Die Rags. Wo hast du die her? Ja. IKEA, bestelle aber im Internet, weil es ziemlich oft ausverkauft, und die heißen Turbo. Also kein Scherz, der Kleiderständer heißt Turbo. T-U-R-B-O. Turbo. Ja. Okay. Cool, irgendwie habe ich mich im Hintergrund? Oder ich könnte es auch einer sein, der vielleicht ein bisschen teurer ist, aber noch geiler aussieht? Ja, da wäre ich dabei. Okay, ich schicke dir da mal einen Link für richtig geile Rags, okay? Warte mal, heißen die Rags? Stack the Rags. Ich würde sagen schon. Ich guck die mal, ich vergleiche die mal. Das Ding ist, meine Kleider sind natürlich, wie ihr wisst, sehr, sehr schwierig, weil sie viel mehr Stoff dran haben. Warum denn? Oder ich habe zu Rohat letztens gesagt, bei Abo ist Rohat scheiße, wir haben kein Handtuch, wenn wir duschen gehen. Rohat sagt einfach, nimm dein T-Shirt, das ist eh wie ein Handtuch. Das war schon ein bisschen gemein, also, ja. Und die müssen echt schon richtig stabil sein. Ich weiß nicht, kannst du Klimmzüge dran machen, Sascha, bei dir? Ja, ich glaube wohl du dann ja, aber könnte man sonst Klimmzüge dran machen? Wenn ich Klimmzüge machen könnte, dann würde ich welche dran machen, ja.
Die sind schon stabil. Also, ich weiß nicht, ob ein T-Shirt von dir 20 Kilo wiegt, aber... Glaube ich auch nicht. Ich habe wirklich sehr viel Kleidung. Ich wollte alles dran haben, so, ja. Ja, aber dann geht's da nicht über die... Also, dann musst du dir halt mehrere holen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich will meine ganze Ecke hinten, wo mein Fernseher ist, die soll weg. Und dann will ich einfach im Hintergrund da diese Kleiderdinge haben. Ich brauche, glaube ich, auf jeden Fall 6 Stück davon. Boah. Oh, komm, mach einfach, da Digga. Solltest du aber nicht an den Möbeln sparen, weißt du das? Okay, schickst du mir einen Link, auch du, Trimax? Ja. Ich schick dir den Link, ja. Okay, das wäre korrekt. Link, ich habe ja jetzt dich angerufen, Sascha. Ja, hab eigentlich. Das ist meine Nummer auch. Trimax, das wäre sehr, sehr korall, wenn du mir auch einen schicken würdest, Link. Okay, ich habe eine Frage aber noch. Ja, klar. Wenn ich dich anrufe, mit welcher Stimme gehst du ans Telefon? Ja, eigentlich mit dieser Stimme, Ola Wersta. Ich schwör's dir, ich wollte wirklich for real dich anrufen und meine Stimme verstellen und dich ein bisschen flachsen, wirklich. Oh, wahrscheinlich ist da irgendwas drin, Digga. Ja. Okay, ey, korrekt. Ich bin gerade ja noch in einer Reaction und danach bin ich im RP drin. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Dir auch. Hey, dir auch, Abu. Hast du gerade Werbung für deinen Stream gemacht, oder? Okay, ciao. Oh mein Gott, es tut mir leid. Nein, war Spaß. Ja, oh mein Gott. War Spaß. Es tut mir leid, Digga. Allah, das muss sein. Ich hab gar nicht dran gedacht. War ja aber geil. Ey, Leute, für GTA-RP könnt ihr jetzt zum Abo rüber. Ey, scheiße, Digga. Das war so ein Danke für die 100-Bits-Ding. Es tut mir leid. Oh. Okay, ich wünsche euch viel Spaß, ja? Nichts, diese Packs! Rojo, mach ruhig. Junge, wie rastest du aus? Ja. Digga, es ist langsam nicht mehr normal, Mann. Das sind die ersten Anzeichen von einer Sucht, wenn man auch noch ausrastet. Ja, guck mich an. Hab ich mich schon mal aufgeregt? Du bist ruhig. Ich bin ruhig, halt die Fresse, zieh Packs. Du bist nicht süchtig, ergo? Ich bin ruhig, halt die Fresse und zieh Packs. Genauso wie EA einen haben will. Scheiße, ne? genau wie EA einen haben möchte, ja, genau. Ey, Max, du kriegst auch so Ärger von EA, sag ich. Ja, ich weiß. Scheiße, warum? Mann. Weil den letzten Creator, den die Club haben wollten, dass er vor Release spielt, ist Max. Dann macht es Max, alle Creator haben Werbung drin, was du halt machen musst, ne? Ja. Nicht, weil du Geld bekommst, sondern einfach, ja, weil du es vorab spielen darfst. Max, ja, hat seine Facecam auf XXL, aber nirgends Werbung. Gibt noch Ärger. Ey, was sehe ich die scheiß Billigkarten hier gerade eigentlich, hä? Und dann beleidige ich sie auch noch die ganze Zeit. Ja. Und dann bist du auch nicht mal Erster mit deinem Team. Scheiße. Digga, wir haben schon, ja, so viel Kohle weg, Chat. Wie viel Geld hast du weg, Robert? Das ist halt alles gesponsert, ne? Aber ist ja scheißegal, wie viel? 1,5 so? Okay. 1500, okay, das geht ja. Also das ist sau viel. Ich dachte, du wärst bei 4K, Digi. Nee, Digi. Ja, Keule, ist doch gut. Okay. Nur Gott weiß, wo er es aufgegriffen hat. Na, so ein, das geht doch. Na, das geht echt. Eine Keule, das sagt man doch, das sagt doch die Jugend. Keule. Nee. Hey, Keule, kann ich Hausaufgaben bei dir abschreiben? Sagt man so auch in der Schule. Sagt man das? Ey, wie oft ziehe ich die Karten? Hä, Chat, ist das gerade ein Witz? Chat, wer ist hier unter 12 und sagt Keule ganz normal zum Kollegen? Wer ist hier unter 12? Okay, ich lach nicht. Oh, mein Game ist abgestürzt. Nice. War was gezogen, Jungs? Oh, gar nichts. Nee. Ich zieh nicht mal, Bro. Ich bin ready. Wollen wir wieder ein Pack-Duell machen, Jungs? Ja. Okay, was heißt Pack-Duell? Abgift. Also, okay, wie viele Minuten? Bis 18 Uhr, wer den höchst gerateten Spieler zieht. Okay, 18 kurz. Uhr. Bin dabei. Warte kurz. Gerated oder Geld? Mir ist es egal. Geld ist geiler, weil gerated ist, dann freust du dich mega. Mein Spiel ist abgekackt. Ja, meins ist auch gerade abgestürzt, hab ich ja gesagt. Nicht melden. Nicht melden. Ja. Okay, wie viel machen wir jetzt, Jungs? Um wie viel? Das sagen jeweils immer alle 10. Ja, würde ich auch sagen.
Wer ist alles dabei? 10 ist doch langweilig, Digga. Wie langweilig? Philipp, ja gut. Langweilig. Spend, bist du dabei? Nee, ich bin raus. Lissasch, bist du dabei? Sascha?